herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Aijen und ich möchte euch heute einen ganz besonderen Duft vorstellen. Aaron Terenzi Use Ozo. Ich hoffe, es interessiert dich und bleib bitte dran. Wir starten einfach ins Video ohne großes Gelaber. Ich habe schon öfters versucht, dieses Video abzudrehen, war nicht erfolgreich. Und trotzdem möchte ich damit nochmal starten. Ich versuche auch so wenig wie möglich zu cutten. Es wird vielleicht, ich weiß es nicht, ich spreche in die Zukunft, vielleicht ein längeres Video. Ich hoffe aber inständig, dass es euch interessiert und ihr auch dran bleibt. Es ist wirklich schade, dass man manchmal so Düfte, die man wirklich am Herzen hat, nicht so gut oder so perfekt präsentieren kann, weil einem die Wörter manchmal fehlen. Ich versuche euch das natürlich mit meinen Wörtern näher zu bringen. Aaron Terenzi Use ist für mich ein Creator, ein Parfümeur der sehr hohen Parfümkunst. Das ist vielleicht meine persönliche Meinung. Aber er hat wirklich wissen können und das, was ich testen konnte, hat mich hingehauen. Ich habe Ozon schon länger, das ist locker seit 2 Monaten in meinem Kollektion. Und ich fange einfach mal an zu sagen, das ist ein Amberduft für mich. Ein Amber, Ambroxan und Ambra. Da sind Duftkompositionen, wo echt, also ich vermute mal, stark, dass Amber auch eingearbeitet worden ist. Es ist auch Amber-Moleküle wie Ambroxan gearbeitet worden. Man riecht es auch. Ich will ihn ein bisschen hochloben. Es ist für mich ein außergewöhnlicher Mensch. Wenn du Aaron Terenzi Use Düfte testen möchtest, würde ich dir wirklich empfehlen, in seinem Homepage zu schauen. Er hat Preise, die jetzt nicht über die Decke gehen, was ich manchmal sehr traurig und manchmal auch vom Parfümliebhaberherz enttäuschend finde, wenn ich Düfte, also wenn ich Parfümhersteller sehe, die neu starten und einfach ihre Preise mal über 200 liegen, das 200 Euro liegen. Das ist für mich sehr traurig. Ein Duft wird nicht besser oder toller, weil er so teuer ist. Nein, ein Duft muss schon erst die Kunden anschaffen und dann kann man einen Hype draus machen. Erdensdüfte werden ein Hype, Erdensdüfte werden auch in ferner Zukunft auch teurer in der Vermarktung werden, vermutlich, aber er hat sehr humane Preise. Er bietet auch für jede Duft, glaube ich, auch kleine Größen und das sind wirklich nicht teuer. Also ich schaue es bitte im Homepage, ich möchte nichts Falsches sagen. Ich glaube, die Preise waren für die kleine Tester-Variante unter 30 Euro oder unter 40 Euro. Und ich finde das toll für ein Indie-Brand, also für ein Indie-Nischen-Brand. Für mich ist es ein Nischenprodukt. Ja, und die normale Flanker. Oder ihr schaut es einfach mal bei Parfumo rein. Vielleicht gibt es auch User, die das auch als Abfüllung anbieten. Ihr schaut euch mal das Package an. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Das ist die erste Generation. Next Generation verlinke ich einfach mal unten mit seinem Kanal. In seinem Homepage sind die Düfte jetzt vom Flakon und Packaging natürlich anders. Ich denke mal, dass das jetzt kein Minuskriterium ist. Ich kann aber jetzt auch nicht sagen, wie die Düfte von der Next Generation riechen. Also ich habe nur die alte Generation, das habe ich auch bei Parfumo ergattern können. Ich tue einfach mal hier den Namen einfügen, bei welchem User ich mir das bestellt habe. Wir fangen gleich mal mit Haltbarkeit und Performance. Freunde, das hält richtig gut. Wenn ich gut sage, heißt es auch bis zum nächsten Tag und länger. Die Basisnote ist hammerhart. Und das ist ein Amberduft und das riechst du auch beim Drydown. Dann gesellt sich noch zusätzlich eine Anisnote, eine Kokosnote. Anis
Und Patchouli, ich vermute mal, da ist auch Patchouli eingearbeitet worden. Da soll die Schokoladennote symbolisieren. Also ich kann die Schokoladennote, wenn ich richtig reinschnuppere, riechen. Aber für mich ist es mehr Sternanis, also richtig Lakritzduft. Und Kokos, Kokos, Kokos. Es ist auch am Anfang mit Limette eingearbeitet worden. Es soll ein linearer Duft sein. Es ist ein linearer Duft vom Aufbau vielleicht, aber das ist kein linearer Duft. Es hat sehr schöne Stufen, die einzeln in sich einbauen. Ich zeige euch auch den Sprüher. Ich tue halt auch ein Tuch dagegen, wie stark es, also es ist ein sehr schöner Sprüher. Dieser kleine Hauch wird dir meine Nase zumachen. Ja, es ist am Anfang sehr stark. Pass bloß auf, zwei Sprüher langsam rantasten. Jetzt kommen wir mal zum ersten Auftakt. Du riechst Kokosnuss, du riechst am Anfang eine stechende medizinische Note. Darf dich nicht abschrecken. Hat einen Touch von Karibik. Er hat gesagt, das ist ein konventioneller Duft. Ich finde das jetzt nicht. Ein konventioneller Mainstream-Duft eckt nicht so an. Der eckt schon ordentlich. Man muss schon einen Duft Experte nicht Kenner sein, um diesen Duft erstmal einfach sacken zu lassen. Du riechst eine grüne Note, du riechst auch, ich jedenfalls rieche eine Minznote. So ein schöner Aufbau. So ein schöner Aufbau. Gut, jetzt lassen wir mal das Langweilige und fangen wir einfach mal, was ich erlebt habe. Ich habe den Duft Ende Sommer getragen. Ja, ich hatte Komplimente, ich musste das aber leeren. Das ist für mich ein sehr starker Amberduft. Wie passt es im Sommer bei so einem starken Duft rein? Also für mich ist es schwierig, für mich ist es kein Sommerduft. Das ist für mich auch kein Chamäleon. Der braucht Kälte. Für mich ist es ein ausgeprovokanter, sexy, uniker Duft, der bei Frau und Mann funktioniert. Ich liebe es. Nur bitte beachten, du musst Lakritzdüfte mögen. Wenn ein Duft sehr schön aufgebaut ist, keine Lakritze so schnell raus. Aber bei dem rieche ich so eine Lakritznote. Ich weiß nicht, welche Duftkomposition es ist, dass es so stark nach Lakritze riechen lassen tut. Es hat auch einen leichten Bananentouch für mich. Es hat auch einen leichten Ananas-Touch für mich. Es riecht für mich Karibik, aber auf Herbst getrimmt. Schwierige Kombi. So, wann würde ich das tragen? Im Sommer würde ich es kombiniert tragen. Habe ich auch mit meinem Liebling. Schaut's mal her. Das ist auch die Duftfamilie. Duftrichtung geht auch so gern, also so ähnlich. Ich liebe diesen Duft. Ich liebe diesen Duft. Und die zwei als Kombi. Ich habe den zuerst gesprüht und zwei, drei Sprühe zum Drauftoppen mit dem Duft. Der hält, der macht diesen Duft ein bisschen frischer. So. Schwierig aber im Sommer pur zu tragen. Es gibt auch Menschen, die das auch hinbekommen. Also für mich, für meine Nase, für meine Verhältnisse war es schwieriger. Jetzt im Herbst. Wenn ich Tage habe, wo ich muffig bin, wenn ich traurig, sauer bin, weil es kalt ist. Heute scheint wenigstens mal die Sonne. Aber wenn es permanent regnet und du brauchst einen Karibikurlaub und einfach aufsprühen, den Tag damit verbringen. Das macht ein Karibik-Feeling mit Amber. Wahnsinn. Wie toll ist das? Ich finde das so außergewöhnlich vom Duft. Sehr schön. Wahnsinn, Wahnsinn. Toll. Also ich kann es nur hochloben, wenn ihr die Düfte testen wollt. Ozon ist aufgebaut, wo viele Menschen damit klarkommen könnten. Als Anlass, wie willst du es tragen? Party,
Sommerfeeling, also wenn du deinen Sommer im Herbst, Winter haben möchtest, wenn du jetzt jemand bist, der kein Kommerz mag, also wenn du außergewöhnlich bist, wenn du auch von Ausstrahlung einfach ein Paradiesvogel bist, wenn du jetzt zum Beispiel mit Amberdüften experimentierst, wenn du jemand bist, der Amberdüfte bevorzugt. Es gibt Parfümliebhaber, ich bin jetzt zur Zeit bei Wacholder hängen geblieben. Ich versuche jede Art von Wacholderdüfte zu bekommen und es gibt auch Parfümliebhaber, die so auf Amber getrimmt sind, die wollen die blütige Variante, die cremige Variante, die ledrige Variante von Amber. Es gibt Amber mit Honig, Amber mit Blüten, Amber mit Roseduft und Amber mit Kokoslimette, mit Lakritz. Das wäre auch ein Duft. Das ist für mich halt ein außergewöhnlicher Duft. Deswegen würde ich wirklich den Duft sehr hoch ranken in meiner Parfümkollektion. Es wird mit einem Duft von Creed verglichen, mit Virgin Island Water. Mit Virgin Island Water komme ich leider nicht so klar. Ich mag den Duft. Auf meiner Haut funktioniert der leider nicht. Virgin Island Water ist ein seichter Ozean verglichen zu Ozon. Vielleicht die Duftkomposition vom Anfang, aber als Duftzwilling absolut nicht. Wenn man die ersten 5 Minuten beurteilen möchte und den Drydown nicht berücksichtigt, kann man das vielleicht sagen, okay, vergleichbar, aber es ist kein Dupe, überhaupt nicht. Man kann es gar nicht vergleichen. Für mich kommt er diesem Duft viel näher. Also das ist eher die viel, viel jüngere Generation. Nein, nicht jüngere. Das ist eher die ganz kleine Schwester zu verglichen zu dem großen Big Bang Bruder. Also wirklich großes Kino für mich. Wirklich ein tolles Kino. Aber also betont amberlastig. So, habe ich was vergessen? Ja, ich habe was vergessen. Bitte meinen Kanal mit einem Däumchen belohnen, wenn es dir gefallen hat, dieses Video. Ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst, dass du die nächsten Videos, die ich vorstelle, nicht verpasst. Ich wünsche dir wunderschöne Woche, wunderschöne Tage. Hoffentlich bis zum nächsten Mal mit einem Küsschen. Ciao. Danke fürs Zuschauen.